Felix Stockhaar, Mercedes, Klasse A, Stand in Genf. Donatus Grüter, Sie präsentieren neu die A-Klasse. Was ist die Besonderheit davon? Die Besonderheit ist sicher, dass es eine komplette Neuentwicklung ist. Die neue A-Klasse ist ein Auto für neue Käufer sicher von Mercedes. Die neue A-Klasse ist nicht nur eine neue Generation von einer Baureihe für uns. Sie wird die Marke Mercedes in die Zukunft führen. Mit ihr werden wir ganz neue Käufer können erreichen. Und ich denke, mit dem Design, das das Auto hat, werden wir das auch schaffen. Sehr gut, Sie sprechen von neuen Käufern. Können Sie die schon mal ein bisschen kurz charakterisieren? Wer ist denn das überhaupt? Die neue Klientel, die wir ansprechen mit der A-Klasse, ist sicher ein Klientel, das jünger ist als der Mercedes-Kunde, den man aktuell annimmt. Das ist kein Geheimnis, dass vielleicht Mercedes-Kunden in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein bisschen älter sind. Aber ich denke, wenn man das Auto anschaut, können wir wirklich auch ganz neue Käuferschicht, die eben wesentlich jünger ist als die bisherige ansprechen. Sehr gut, also Mercedes wird ein bisschen dynamischer, von dem her könnte man fast zusammenfassen. Jetzt, wann sind die neuen A-Klasse-Modelle verfügbar? In welchen Versionen wird es geben? Und was ist etwa der Preisbereich? Wissen Sie da schon etwas dazu konkret, was Sie unseren Lesern könnten sagen? Also die A-Klasse wird im September auf dem Schweizer Markt eingeführt. Die Preise stehen derweil leider noch nicht fest. Was man sonst schon sagen könnte, ist, dass wir drei Ausstattungsvarianten werden haben. Es gibt eine Urban-Variante, es gibt eine Style-Variante und es gibt eine Sport-Variante. Bei allen Varianten hat AMG mitentwickelt und das wird ganz deutlich bei der Sport-Variante natürlich, wo im Vergleich zu dem Modell, das wir im Hintergrund sehen, nochmal wesentlich schärfer ist im Design. Besten Dank für die ersten Infos über die A-Klasse. Wir wünschen viel Erfolg und danke für das Interview, Herr Grüter. Sehr gerne.